Hallo und herzlich willkommen zu deinem Training. Wir fangen an. Lass uns anfangen. Lass uns ein bisschen aufwärmen. Leichtes Schulterkreisen. Einfach ein bisschen auf den Füßen bleiben. Lass uns die Sprunggelenke, die Füße ein bisschen aufwärmen. Die Hüfte, wie du siehst, kommt der Popo ein bisschen mit. Ganz locker. Komm. Ja, Aufwärmen ist immer wichtig. Deswegen machen wir das auch. Bitte lass das nie weg, aus dem einfachen Grund, eine Verletzung wirft dich 6-8 Wochen zurück und 2 Minuten Aufwärmen haben noch keinem geschadet. Abwechselnd die Schultern zu den Ohren, komm. Jawohl, du siehst vor mir ein paar Hanteln liegen. Ja, Männer bis zu 4-5 Kilo und die Damen gerne 1 bis 3 Kilo. Und sollte schon ein bisschen brennen, was wir heute machen, gell? Okay, beide Arme zur Seite raus, komm, komm. Komm. Ja, du brauchst immer so viel Platz um dich rum. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Immer nur so deine Spannweite, das reicht schon. Komm. Jawohl. Bisschen durchbewegen. Gerne hier unten überkreuz. Jawohl. Komm. 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 Jawohl. Schön hochziehen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Du bleibst oben. Auf und zu, komm. Schön auf und zu. Jawohl. 4, 3, 2. Du ziehst diagonal, komm. Okay. Ja, das heutige Training, das mögen Frauen nicht wirklich, weil es ist ein Brusttraining. Brust und Bauch. Wir machen ein paar Liegestütz, aber auch nur ein paar. Circa 868. Wenn ich gut drauf bin, 900. Okay, und dann senkrecht vorbeiziehen. Also, ich muss es umformulieren. Du machst 900. Ich guck nur zu. Komm, noch 4, 3, 2, 1. Okay, und gut. Stell dich bitte nochmal breit hin. Und dann komm mal von einer zur anderen Seite. Lass uns immer die Wirbelsäule ein bisschen warm machen. Ganz wichtig, komm. Brust raus, Kopf hoch. Du machst dich gerade und nur zur Seite. Jawohl, komm. Super, schön, Bauchspannung. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bleib in der Mitte, vor und zurück. Komm, unteren Rücken, immer unteren Rücken aufwärmen. Ganz wichtig. Jawohl, gleich sind wir so weit. Dann gehen wir runter auf die Matte, machen noch eine kurze Übung, kurze Aufwärmübung für die Brust. Und dann wird es leider ein bisschen ekelig. Aber ist nicht schlimm, ist nur ein bisschen. Geht auch schnell vorbei. Okay. Ist gut. Komm tief. Großer Schritt. Komm nach unten. Lass uns ganz kurz noch den Trizeps noch Hallo sagen. Beide Arme aufstellen. Und dann gehst du nach hinten und nach oben. Komm. Ja, auch wenn es weh tut, ist egal. Das ist gleich vorbei. Ignoriere das Training von gestern. Falls du da noch Muskelkater hast, ist nicht schlimm. Der hilft dir heute nicht. Ja. Komm, komm, hoch. Hoch, 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 hoch und hoch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eine Hand auf den Rücken, komm. Komm, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Andere Hand, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beide Hände neben die Matte. Komm tief und hoch. Jawohl, jawohl. Und komm. Komm, komm, komm. Und hoch. Komm. Hoch. 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 Schön breit neben die Matte. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm hoch. Ein bisschen durchbewegen. So, jetzt wird es leider unangenehm. Entweder 3 Möglichkeiten hast du. Entscheide dich bitte. Ich würde dir empfehlen, dich jetzt bei dem ersten Durchgang für die schwere Variante zu entscheiden. Jetzt hat der Körper noch Energie, deswegen voll alles raushauen. Schwere Variante ist auf den Füßen. Okay? Die etwas leichte Variante ist auf den Knien vorgebeugt. Und die ganz leichte Variante ist auf den Knien hinten im Popo. Okay? Wenn du möchtest, jetzt voll Power alles. Komm. Erster Durchgang und richtig schön in die richtige Liegestütz gehen. Okay, und dann
komm tief, komm hoch, 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 komm tief und hoch, komm. 8, 7, komm, schneller jetzt. 6, 5, 4, 3, 2, nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bleib tief. Wippen, komm. Auf geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, komm hoch. Hopp. Beide Arme hoch. Anwinkeln, auf, komm. Zu und auf. Nochmal. Zu und auf. Zu und auf. Die Ellenbogen zusammen. Komm, 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 komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal. 8, 7. Höher die Arme. Höher. Höher. Jawohl. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Jetzt sind wir warm. Mach mal eine Faust. Keine Mädchenfaust. Die Daumen nicht in die Faust. Richtig schön außen dran, okay? Eng am Körper. Stell die Fäuste auf. Das ist eine kleine Herausforderung jetzt, wenn du das noch nie gemacht hast. Okay. Hallo. Was ist hier los? Komm, komm. Los. Super. Tief. Und hoch. Hallo? Ach so, ist ja erst die Woche 2, gell? Ach so, Entschuldigung, hab vergessen. Okay, beide Hände zur Seite. Komm. Komm, komm. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Super, komm, auf. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Super, komm, auf geht's. Jawohl. Auf die Knie, wir machen weiter. Komm. Tief und hoch. Los. Auf den Knien. Schneller, jetzt. 10, 9, 8, 7. Komm. 6, 5, 4, 3, 2. Bleib tief. Wir wippen die Hände neben die Matte. Komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Komm hoch. Hopp. Beide Hände hoch. Auf. Zu. Komm. Richtig zu. Komm. 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 Auf geht's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halt fest. Vorne. Arme strecken, komm. Und jetzt die Unterarme zusammen. Komm, 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 komm. Auf geht's. Brust raus. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Beide Hände in der Faust. Achso, nee. Doch, auf geht's, komm. Komm tief. Die Hände sind neben der Brust. Stell sie auf die Faust. Jawohl. Okay, jetzt drückst du dich ein bisschen hoch. Und da bleibst du. Ellenbogen richtig eng an den Körper. Und dann wippst du, komm. Wipp auf den Fäusten, komm. Ellenbogen an den Körper ranklappen, komm. Los. Wippen, 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 komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nochmal, komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Die letzten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und gut. Puh. Hallo, keine Pause. Umdrehen, komm. Umdrehen. Du brauchst jetzt Gewicht. Also nicht du brauchst Gewicht, sondern du brauchst Hanteln. Okay? Schwere Hanteln, komm. Schwere Hanteln.
Wir bewaffnen uns. Beide Hände hoch. Komm, über die Brust. Push dich ein bisschen höher. Okay, sodass die Schulterblätter in der Luft sind. Jetzt ziehst du auf und zu. Fliegende. Komm. Butterfly. Komm. Auf. Zu. 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 20 noch. Komm. Komm im Oberkörper ein bisschen höher. Komm, damit du tiefer kommst. Arme schön gestreckt. Schön gestreckt. Komm, komm. Komm, komm. Auf. 15 noch. 14, komm. 13, ganz aufziehen. Und 12. Über der Brust zusammenführen. Über der Brust. Nicht am Bauchnabel. Ja, haha. 8 noch, komm. 7. Los geht's, komm. Zieh hoch. Noch 4. Noch 3. Ganz auf, bis zum Boden, komm. Ja, ja. Okay, jetzt wird's schwer. Achtung! Zieh auf und lass schweben. Lass die Arme schweben. Komm! Über den Boden. Und da wippst du jetzt. Komm! Komm, komm! Mit dem ganzen ausgestreckten Arm. Komm! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zieh hoch! Oh. Ach du Heiland. Nochmal, komm! Zieh auf, ganz auf, ausgestreckter Arm, überm Boden wippen, komm, ganz kurz, überm Boden, komm. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 und hoch, und hoch, und hoch. Nochmal, komm, zieh auf, überm Boden wippen, komm, ausgestreckte Arme, komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zieh hoch, komm. Noch einmal, komm, ausgestreckte Arme, wir wippen, komm, streck die Brust raus, komm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zieh hoch, komm, eieieiei, boah, drück hoch, schieb die Hände richtig hoch, sodass du deine Brust spürst, drück das Gewicht zusammen, jetzt geht die Hantel runter zur Brust, wieder hoch, eng am Körper vorbei. Komm, komm, komm und komm und komm. Push hoch, push, push, push. Über der Brust. Komm, hoch, hoch. Ganz strecken, ganz strecken, ganz strecken. Komm, 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 komm. Push, 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 push. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bleib oben, komm. Push hoch. Richtig hoch, komm. Richtig schön die Arme strecken, ganz. Jawohl. Okay, jetzt gehen die Arme nach hinten. Ausgestreckt. Ganz hinten auf dem Boden. Schön lang ausgestreckt. Und dann ziehst du wieder hoch. Hopp, 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 hopp. In die Mitte. Und wieder ausgestreckt nach hinten. Das sind Überzüge. Komm wieder hoch, komm, 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 komm hoch. Und wieder zurück, komm. Und wieder hoch, komm. Und wieder zurück. Und hoch, und hoch, und hoch. Und zurück, komm, ganz zurück. Ganz ausgestreckte Arme. Ausgestreckte Arme. Nicht anwinkeln, komm. Komm, zieh hoch. Das ist alles noch Kindergarten, da kommt gleich noch was. Komm, 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 komm. Handeln gut festhalten, wenn sie über dem Gesicht sind. Nicht loslassen. Du hältst auf 45 Grad. Wir wippen leicht in den 45 Grad. Komm. Ausgestreckte Arme. Komm. Komm, komm, komm. 10, 9, 8. Wir wippen. Komm. 7, 6, 5, 4, 3. Nochmal. Komm. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, zieh hoch. Boah. Puh. Und ab. Und hoch.
Und auf. Richtig auf. Komm im Oberkörper noch mal ein Stück hoch. Komm. Lass die Arme schön ausgestreckt und wir wippen. Komm. Nimm die Arme ein bisschen weiter nach oben. Nach hinten oben zu einem V. Und du wippst. Komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Zieh zur Mitte hoch. Komm. Boah. Und nochmal. Zu einem V auf. Und dann nach hinten wippen. Über den Boden. Komm. Ausgestreckte Arme. Ja, 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 ja. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Das Ganze noch einmal und komm. Großes V, großes V. Und du wippst mit ausgestreckten Armen. Komm. Wippen, 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 wippen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Letztes Mal, komm. Richtig auf, komm. Wir wippen, komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zieh hoch. Oh. Okay, komm hoch. Beide Hände. Oh. Ja, Brust raus, komm. Ich hoffe, du merkst was. Jetzt sind wir schön warm, jetzt können wir anfangen. Schön überkreuzt, nur überkreuzt arbeiten, überkreuzt. Drück die Brust raus, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nochmal, bisschen höher, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und anwinkeln. Auf und zu, auf und zu. Komm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, halt fest, drück zusammen, komm. Schön strecken, Arme ausstrecken, Hände hier zusammendrücken. Und die Ellenbogen zusammen. Boah. Komm, 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 Brust raus, komm. 8, 7, 6, 5, 4, nochmal, komm. 8, 7, 6, die Ellenbogen zusammen. Du versuchst die Unterarme, zusammenzukriegen. Los, schön strecken, komm. 4, 3, 2, 1, zieh auf. So, da ich weiß, dass es auf dem Knöchel immer so ein bisschen unangenehm ist und auf den Händen ein bisschen unangenehm, lass uns mal ganz kurz die letzten Liegestütz mit, also die letzten 868 Liegestütz mit den Hanteln machen. Ja. Okay, wir gucken mal, was da noch drin ist. Einen Durchgang machen wir noch. Du benutzt die Hanteln als Stütze. Mach richtig schön die Handgelenke. Mach die Handgelenke richtig hart. Richtig steif die Handgelenke machen. Okay, dann kommst du in die Liegestütz. Entweder auf den Knien oder auf den Füßen. Und dann kommst du tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Und die Arme gehen eng am Körper vorbei. Okay? Tief und hoch. Tief und hoch. Und dann bleibst du nochmal tief und da wippst du. Komm. Komm, 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 komm auf. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und gut. Komm hoch. Bisschen durchbewegen. Ja, ich finde, es war so ein nettes Aufwärmtraining. Alles gut? Schön, gell? Super. Aber ich habe so ein bisschen geschwindelt. Ja, ich habe gesagt, wir machen so ein bisschen Bauch noch. Nee, das machen wir nicht. Nee, schade, gell? Wir haben fast jeden Tag Bauch dabei. Lass uns ein bisschen Bizeps machen. Ja, doch. Doch, doch. Das ist gut. Komm. Geh ruhig mal so in diesen Ausfallschritt und lass uns mal mit dem Arm curlen. Gerne ein bisschen schneller. Okay, wir machen mal eine ganz kurze Kunde des Curlens. Der Arm wird immer ganz gerade gemacht, immer ganz lang.
Und am besten, du drehst nach hinten die Daumen und dann kommst du hier hoch und drehst den Daumen nach außen. Und der Arm bleibt die ganze Zeit wie angeklebt am Oberkörper. Jawohl. 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 Genau so. Okay, lass uns das abwechselnd machen. Schön eindrehen nach oben. Die Handfläche zum Gesicht drehen. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Komm, komm. Super, genau so. Wir machen nur noch 200 mit jedem Arm. Komm, 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 komm. Okay, wir machen es ein bisschen anders. Du machst die Arme ganz lang und jetzt curlst du so. Hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch. Also das Ziel ist, dass du dich morgen gar nicht mehr bewegen kannst. Ja, 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 ja. Und komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eins, nochmal 8, komm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Hammer Curls, hoch, tief, boah. Komm hoch, auf, hoch, tief, hoch, das ist ein Hammer Curl, der Daumen kommt Richtung Schulter, hoch, komm, hoch, komm, hoch, komm, hoch, komm, hoch, komm, hoch, komm. Wie sieht's aus mit doppeltem Tempo? Los geht's. Komm, 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 auf, komm. Komm, auf geht's, komm. Immer ganz lang machen. Komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wir sind noch nicht fertig. Nee, nee. Beug dich mal nach vorne. Lass die Arme hängen. Und jetzt winkel die Arme an. Zieh hoch. Aber nicht die Arme ziehen, sondern nur die Unterarme anwinkeln. Zieh hoch. Zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Komm noch 8. Komm, zieh. Die Arme schön hängen lassen. Jawohl, dann einfach nur hoch. Jetzt hältst du oben fest und drehst nur die Hände. Schön oben festhalten und die Hände drehen. Komm. Komm, 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 komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ist gut. So, ich glaube, wir haben so ein bisschen die Durchblutung angeregt. Ich wäre jetzt dafür, dass wir die letzten 5 Minuten noch mal so ein bisschen intensiver Bauch machen. Dann habe ich wenigstens nicht ganz so sehr gelogen. 5 Minuten High Impact heißt 5 Minuten mit Gewicht. Los geht's. Lass uns runtergehen. Einmal 5 Minuten Bauch. Komm. Wir fangen sofort an mit den Hanteln. Du legst dich hin. Du nimmst beide Hanteln in die Hand. Du kommst auf den Rücken, stellst die Füße auf, beide Hände hoch
über die Brust und dann pushst du dich hoch, 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 hoch. Nicht mehr ab, nur noch hoch, 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 hoch. Die Schulterblätter sind die ganze Zeit frei. Komm, push dich hoch, 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 hoch. Nimm die Arme ein bisschen auseinander, komm. Los geht's, komm. Jawohl. Super. Komm, 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 komm. Auf, hoch, 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 hoch. Entspann den Kopf. Entspann den Kopf. Komm, die letzten Minuten. Beide Beine hoch. Komm, komm, komm. Beide Beine ein bisschen auseinander. Komm, push dich hoch. Komm, auf geht's. Kämpfen, kämpfen jetzt. Komm, hoch, 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 hoch. Push dich hoch. Nimm die Arme ein bisschen weit auseinander. Komm, hoch, 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 hoch. Leg das Gewicht auf die Schultern, komm. Und mach dich rund, zieh die Beine mit. Komm, 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 hoch, hoch. Zieh dich hoch und nimm die Beine mit. Auf geht's. Nicht aufhören, nicht nachlassen. Nicht nachlassen, komm. Das sind maximal 5 Minuten für deinen Bauch. Komm, komm. Quäl dich, quäl dich, quäl dich, quäl dich. Lass uns mit den Beinen arbeiten. Komm, komm, komm. Die Schulterblätter sind immer noch oben. Du hast immer noch eine Spannung im Bauch. Komm, arbeite mit den Beinen. Los geht's, komm. Komm, 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 komm. Auf. Komm, 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 komm. Lass die Beine oben. Wackel mit dem Po. Wenn du willst, das Gewicht wieder über dich. Komm, 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 komm. Push die Schulterblätter vom Boden weg. Komm, beide Füße zusammen, mit dem Po wackeln, komm. Komm, komm, auf. Push dich eben ein bisschen höher, komm. Jawohl, jawohl, komm, Po wackeln. Beide Füße höher, komm. Jawohl, jawohl, komm. Quäl dich, quäl dich, quäl dich, quäl dich, quäl dich, quäl dich, komm. Push dich höher, komm. Auf geht's, komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Beide Füße höher, komm. Und letzte, komm. Auf geht's. Und jetzt, push dich hoch. Hoch, oh, komm. Bis nichts mehr geht, komm. Hoch, 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 hoch. Bisschen weiter nach vorne die Handeln, komm. Und hoch. Hoch, hoch, hoch. Komm, komm, komm. Boah, böse. Kurz ab und wieder hoch, komm. Ja, ja. Und jetzt hoch, hoch, hoch. Durch das Drücken der Schultern kommt die Handel nach oben, komm. Nicht den Arm bewegen. Die Schulter wird bewegt. Die Schulter, die Schulter, die Schulter. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Komm, wir wippen nochmal. Boah, ohne Hantel. Komm, 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 komm. Beide Beine hoch, komm. Komm, auf geht's. Zieh die Beine näher ran. Komm, jawohl, super. Komm, komm, komm. Ja, weiter, weiter, weiter. Die letzten, komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Roll dich vor. Ich hoffe, du hast was gemerkt. Oh Mann. Also ich weiß morgen, was ich heute gemacht habe. Und ich hasse mich jetzt schon dafür. So, Hanteln weg. Das war dein Muskelteil. Wir machen jetzt ein bisschen Cardio-Training. Also, Hanteln weg. Gerne kurz was trinken, wer möchte. Und dann geht's direkt weiter.
Los, weiter geht's. Schön in Bewegung bleiben. Ist echt unglaublich. Okay, fürs nächste Mal weiß ich, dass ich nicht mehr sage, Gewicht weg. Ich habe das nur gemeint, legt es auf die Seite, nicht wegräumen. Mensch. So, hallo und herzlich willkommen zu deinem Cardio-Teil. Wir fangen ganz harmlos an. Wir marschieren auf der Stelle. Auf geht's, komm. Ganz locker, komm. Ferse hoch, nimm die Arme mit. Schön intensiv. Bisschen mehr, vor, zurück, komm. Jawohl. Wenn du das erste Mal heute mitmachst, dann lass dir gesagt sein, ich möchte eigentlich, dass du die ganze Zeit dich angenehm angestrengt fühlst und dass du dich nicht, dass du dir nicht die Zunge aus dem Leib hetzt. Ich möchte, dass du viel Sauerstoff aufnimmst und ich möchte, dass du ja, im Mittel rein in der Fettverbrennung bist. Das heißt, Fettverbrennung immer gut und tief atmen. Natürlich kommen wir auch ab und zu ein bisschen höher, aber im Mittel sind wir schon in dem richtig aeroben Bereich. Nimm die Arme ein bisschen intensiver mit, nach vorne schieben und nach hinten ziehen. Richtig schön intensiv. Komm, 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 komm. Jawohl. Sehr schön. Gerne ein bisschen höher, komm. Wir haben ja noch nichts für die Schultern gemacht, heute und gestern. Von daher können wir ruhig ein bisschen höher die Hände nehmen. Ja, sehr schön. Wenn du deine Waden ein bisschen mehr trainieren möchtest, lässt du jetzt die Ferse mal in der Luft und nicht wieder ab, sondern die ganze Zeit ohne Kontakt mit dem Boden. Schön vor und zurück, komm. Jawohl. Dann machen wir ein bisschen mehr für die Fußmuskulatur und wir machen ein bisschen mehr für die Waden. Beide Hände gleichzeitig. Komm, komm. Jawohl. Vor und zurück, komm. Und die Ferse wieder tiefer, komm. Ferse berührt wieder den Boden. Sehr schön. Es geht hier darum, dass du einfach in Bewegung bleibst. Du musst nicht dich die ganze Zeit auspowern. Du kannst, musst aber nicht. Beide Hände über Kreuz, komm. Komm, komm. Jawohl. Sehr schön, komm. Bisschen höher, komm. Hoch, 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 hoch. Merke, immer wenn du die Hände höher nimmst, kommt dein Puls höher. Das ist so. Komm, komm, komm. Schön nach hinten ziehen. Hoch, 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 hoch. Super, komm. Noch höher, komm. Hoch. Hoch, hoch, hoch. Super, komm. Zur Decke, komm. Hoch, 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 hoch. Jawohl, super. Genauso. Komm, 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 komm. Acht noch, komm. Sieben, sechs, fünf, vier, drei. Wir arbeiten uns langsam wieder tief. Komm. Ruhig und tief atmen, komm. Jawohl. Und gerade vor, vor, push, weg, komm, weg, 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 nach unten jetzt, komm, jawohl, okay, schau mal, wie es dir geht, ich hoffe, dein Puls ist jetzt ein bisschen oben, wir haben uns jetzt ein bisschen warm gemacht, wir fangen jetzt ganz harmlos an, lass uns ein bisschen single, 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 ganz locker. Komplett auf dem gesamten Fußballen. Und wenn du es magst, kannst du immer wieder die Ferse auftippen lassen. Jawohl. Halt mal jetzt die Schultern unter Spannung. Zieh mal die Schultern nach hinten, sodass du deinen Rücken auch spürst. Komm. Jawohl. Schön die Arme nach hinten ziehen. Schön nach hinten ziehen. Komm. Okay, schön Spannung. Füße eng. Puh. Jawohl, super. Genau so. Nimm mal die Arme raus. Das ist schwer. Jetzt merkst du so ein bisschen mehr deine Schultern, glaube ich. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins.
marschieren. Ganz locker, komm. Nimm wieder die Arme mit. Komm, komm, bisschen mehr. Arme, komm. Schön nach vorne und nach hinten, komm. Und intensiver marschieren. Jetzt ruhig die Füße abheben. Jawohl, genau so. Komm, komm. Kaum die Arme mehr. Okay, halt mal kurz an. Das war nicht so wirklich Gleichschritt, aber ist ja nicht schlimm. Das kriegen wir wieder. Okay, lass uns mal rechts, links, komm. Jawohl. Tap, 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 tap. Schön locker tänzeln, komm. Jawohl. Nimm die Arme locker mit. Jawohl, sehr schön. Genau so. Und jetzt kannst du die Arme auch aufmachen. Aufmachen, strecken und beugen. Komm. Also falls du dich wunderst, was ich jetzt hier gerade mit dir mache, ich mache deinen Muskelkater weg. Ja. Dass du dich morgen noch bewegen kannst. Deswegen Arm aufziehen. Auch deswegen haben wir das eben gemacht, das hier. Ja, das haben wir eben deswegen gemacht, damit der Muskelkater in der Brust und in der Schulter nicht so groß wird. Wir haben das Laktat, dieses saure Zeug, was der Muskel bei Überbelastung erzeugt, das haben wir wegtransportiert und die Bereiche jetzt mit Sauerstoff angeregt. Also jetzt nochmal, schön strecken, komm. Den Bizeps wieder mit Sauerstoff anreichern. Komm, das saure Zeug da raus. Dann ist morgen der Muskelkater nicht so schlimm. Jawohl. Okay, und locker. Komm, marschieren. Ganz locker marschieren. Anstatt jetzt zur Seite, machen wir das Ganze nach hinten. Okay, weil ich möchte jetzt kurz zeigen, was ich machen möchte. Ich möchte Ausfallschritte machen. Und bei den Ausfallschritten ziehen wir uns immer auf, 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 auf. Okay, los geht's. Nimm die Arme mit. Nimm die Arme mit. Jawohl. Jawohl. Füße nach hinten. Komm. Super. Und nimm die Arme mit. Nimm die Arme mit und komm. Sehr schön. Super. Komm. 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 Komm, lass die Arme schön gestreckt. Komm, noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir marschieren. Komm. Wir machen einen Durchgang mal ohne Hüpfen. Du bleibst nur stehen. Lass uns nur mit den Armen arbeiten. Das ist schon anstrengend genug, okay? Also, komm, komm. Stell dich hin. Bisschen intensiver und dann mit den Armen. Komm, spann den Körper an. Komm, komm. Hallo, das ist anstrengend. Komm, komm, Feuer. Hopp, 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 hopp. Komm, hopp, 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 hopp. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schrittwechsel. Hopp. Komm. 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 Jawohl. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beide. Komm. Hoch. 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 Vor, zurück. Komm. Jawohl. Jawohl. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nochmal, komm, tiefer, komm, in die Knie, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, komm hoch. Check mal kurz deinen Puls,
Nur durch das Bewegen der Arme. Das ist nicht so ohne. Ich hoffe, du merkst das. Okay, komm. Locker marschieren. Nie stillstehen. Schön bewegen, komm. Lass uns nochmal in diesen Wechselschritt gehen. Wechselschritt. Komm, komm, komm. Locker tänzeln, komm, 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 komm. Komm vorne ein bisschen tiefer. Jawohl, genau so. Komm, komm. Tap, 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 tap. Sehr schön, genau so. Und die Hände, komm. Komm, 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 komm. Super, komm. Und jetzt kommst du langsam und ziehst das langsam lang. Zieh das langsam lang. Komm, 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 komm. Hände, Füße weiter weg und komm. Komm. Langsam steigern. Super. Genau so. Komm, 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 komm. Komm noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Beide. Komm, komm. Nur beide Arme, nicht beide Arme, beide Beine. Ja, ja. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Marschieren. Ganz locker, komm. Nimm die Arme mit. Das ist alles nicht so einfach, ich weiß. Lass uns kurz auslaufen. Atmung wieder kontrollieren. Wir arbeiten jetzt gleich nochmal mit den Armen. Schön bewegen, komm. Schön die Füße bewegen. Komm, nochmal ein bisschen intensiver. Beweg nochmal kurz die Füße durch. Schön die Ferse hoch. Jawohl. Okay, du kannst jetzt so ein bisschen deinen Po trainieren und die Oberschenkel, indem du dich jetzt schön stabil hinstellst und es anspannst. Wenn du den Po zusammenkneifst, hier alles bretthart machst. Okay, Popo ein bisschen nach hinten und dann drehst du leicht den Körper. Ganz leicht, fang leicht an. Leicht, komm, leicht, leicht, leicht. Nase geradeaus, die geht nicht mit. Nein, 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 komm. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Nimm mal die Hände wieder an den Körper ran. Richtig schön eng. Komm, 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 komm. Versuch mal den Rücken gerade zu machen. Richtig schön gerade ziehen. Komm. Trotzdem drehen, 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 drehen. Super, komm. Bisschen mehr jetzt. Komm, 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 komm. Nimm die Arme mit. Schau mal. Jawohl. Super. Oberkörper drehen. Der Oberkörper bleibt gedreht und auch die Arme werden gedreht. Jetzt müsstest du ein bisschen mehr Spannung im Rücken spüren. Tap, 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 tap. Schau mal die Unterarme, die klappen richtig auf. Komm, komm, jawohl. Genau. Komm, Spannung, 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 Spannung. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Locker, komm. Kurz lösen. Okay. Ein Bein vor, ein Bein zurück. Ein Bein vor, ein Bein zurück. Bisschen tiefer in die Knie, komm. Okay. Schön leichtes Wippen. Wir machen jetzt Folgendes. Jetzt kommt nur die hintere Schulter nach vorne. Vorne, 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 vorne. Die hintere Schulter, okay? Du hast ein Bein jetzt hinten und diese hintere Schulter kommt vor, 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 vor. Okay? Jetzt der Arm kommt mit. Komm, 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 komm. Schön strecken, komm. Immer wieder den Arm zurückziehen. Komm, 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 komm. Und jetzt, Achtung, weil jetzt kommt erst die Power da rein. Also bis jetzt ist alles immer noch harmlos.
Okay? Und jetzt kommt die Hüfte mit und jetzt legst du da richtig Kraft rein. Komm. Hüfte eindrehen. Hopp. Immer langsam an, das aufzubauen. Je weiter die Wochen fortschreiten, umso komplexer werden die Übungen. Und dann kennst du die Abläufe. Noch sind wir im Aufbau. Komm, steh stabil. Hintere Schulter. Komm, 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 komm. Konzentrier dich auf die hintere Schulter. Tap, 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 tap. Hand, 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 Hand. Jawohl. Komm. Punch, 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 Punch. Achtung. Vier noch. Drei, zwei. Jetzt nimm die Hüfte mit. Hüfte, Hüfte, Hüfte. Dreh die Hüfte nach vorne. Komm. Vor, vor, vor. Da kommt richtig Power nochmal mit. Komm, komm, komm. Acht, sieben. 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1. Gut. Marschieren. Okay. Beide Beine. Gerne wieder ein bisschen stabil stehen. Okay. Beide Arme. Komm, 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 komm. Also ich glaube, wenn du so leicht, leicht innen gedreht stehst, merkst du richtig, wie schön hart du, wie schön stabil du stehst. Und dann kannst du hier oben Power, 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 Power. Ha, ha, ha. Komm, 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 komm. Immer vor zurück, vor zurück, vor zurück. Komm. Schulter, 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 Schulter. Jawohl, jawohl, jawohl. Super. Komm. Komm, komm, bisschen tiefer, komm. Komm. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anders. Hoch, 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 hoch und hoch. Komm, Arm schön nach hinten und nach oben. Komm, hoch, 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 hoch. 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andere Seite. Komm. Hoch, hoch, hoch. Super, komm. Ausatmen, ausatmen. Huh, huh. Komm. Hoch, 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 hoch. Beide. Abwechseln. Komm, 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 komm. Schön im Wechsel. Komm, komm. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Nochmal acht, komm. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Puh. Man darf übrigens jetzt schwitzen. So ein bisschen. Okay. Locker, komm. Ganz locker. Lass uns noch mal so ein bisschen tauchen. Komm. Einfach locker. Komm. Nimm mal die Schultern mit. Ich möchte dich so ein bisschen locker machen. Komm. 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 Ganz locker. Komm. Versuch den Schultergürtel locker zu machen. Komm. Rechts, links. Super. Jawohl. Genau so. Komm. 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 Jetzt ein bisschen intensiver. Komm. Super, genau so. Schön nach hinten, komm, komm. Lass uns nochmal aufziehen. Komm, komm, komm. Richtig schön nach hinten, komm. Als würdest du was wegstumpen wollen nach hinten. Komm, push, 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 push. Komm,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, marschieren. Puh. Schau mal, wie es dir geht. Schau mal, wie deine Schultern so drauf sind. Schau mal generell, wie beweglich du bist. Ganz locker, komm. Nee, wir sind noch nicht fertig. Nee. 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 Keine Chance, wir sind noch nicht fertig. Ich möchte gerne Folgendes machen jetzt, weil ich weiß, dass das für viele eine extreme Belastung auf dem Sprunggelenk, auf den Füßen ist, möchte ich gerne kurz eine Übung dafür machen, um so ein bisschen die Achillessehne zu dehnen, um wieder ein bisschen flexibler zu machen, die Überanstrengung da rauszunehmen. Marschier bitte noch mal einen kurzen Moment weiter, einfach auf der Stelle ein bisschen marschieren. Einfach den Puls wieder ein bisschen runterbekommen. Also eben auch das Armtraining, das war recht kreislaufintensiv. Gerade wenn man so schnelle Wiederholungen macht, da muss das Herz ganz schön viel arbeiten. Und ich glaube, in der Stunde haben wir recht viele Kalorien verbrannt. Wichtig ist, dass du dich jetzt nicht belohnst dafür. Du darfst dich gerne in Form eines Eiweißshakes belohnen, das wäre super. Weil deine Muskeln brauchen jetzt Eiweiß, nicht Schokolade. Das Hirn braucht Schokolade, aber nicht die Muskeln. Okay, und das leider landet es nicht nur im Hirn, sondern auch auf dem Po. Da wollen wir es ja nicht haben. Ja? Okay, also, lass uns ein bisschen mal deine Achillessehne machen. Und das würde ich jetzt wirklich mal durchziehen, weil es ist, du wirst gleich den Unterschied spüren. Okay, zieh dich mal ein bisschen länger. Richtig schön groß. Mach den ganz großen Schritt, so weit wie du kannst. Und der Fuß hinten, der wird nicht quergestellt, sondern der wird gerade gestellt. Genau, und jetzt fängst du hinten an zu wippen. Mit der Ferse Richtung Boden. Stell den Fuß richtig gerade. Schau nach unten und guck, ob beide Füße gerade stehen. Und jetzt wipp einfach. Wenn du merkst, du fällst um, stell ihn einfach weiter auseinander. Okay, jetzt wird hinten schön gewippt. Jetzt schiebst du das vordere Knie weiter nach vorne. Und hinten wird gewippt. Okay, richtig schön lang gezogen. Die meisten Fußprobleme, also wenn du das jetzt extrem merkst in deinen Füßen und auch in deinen Knöcheln und in den Waden, das liegt an verkürzter Muskulatur. Und die machen wir jetzt schön lang. Komm, zieh noch mal ein bisschen. Okay, halt hinten jetzt bitte die Ferse auf dem Boden und jetzt schiebst du das Knie nach vorne. Schieb das Knie nach vorne und die Ferse bleibt hinten auf dem Boden. Okay, komm, noch ein paar Mal. Auf geht's, komm. Und jetzt wippen wir hinten nochmal, komm. Mach den Schritt nochmal ein bisschen größer, komm, quäl dich. Komm, 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 komm. Richtig schön und lang. Okay, und jetzt, Achtung, jetzt holst du ganz lang die Ferse hinten hoch und wieder tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Richtig hoch, richtig hoch. Hoch und tief. Hoch und tief. Bleib oben und jetzt wipp nochmal. Mit dem vorderen Bein nach vorne. Jawohl, super. Okay, jetzt nochmal tief. Lass uns hinten nochmal wippen. Und jetzt sind wir gleich fertig. Und dann möchte ich, dass du den Unterschied mal spürst. Komm, noch 10, 9, 8. Nochmal nach vorne, komm. 5, 4, 3, 2, 1. Komm hoch. Und jetzt marschier mal bitte. Zieh mal die Ferse hoch. Und jetzt müsstest du einen Unterschied spüren zwischen beiden Füßen. Der eine Fuß ist ganz weich, das Sprunggelenk ist wieder schön weich und auch der Fuß ist weich. Andere Seite. Auch hier nehme ich dir jetzt den Muskelkater in den Füßen morgen weg. Okay, richtig schön groß aufstellen. Den Fuß hinten gerade und dann fängst du einfach an zu wippen. Das, was du da machst, Matthias, werf mir mal dein Handtuch her, obwohl das ziemlich eklig ist, aber werf mal her. Okay, ich will dir ganz kurz zeigen, was du gerade machst. Die Achillessehne ist die dickste und stärkste Faszie, die wir haben. Okay, und eine Faszie ist nichts anderes wie so ein Tuch hier. Und das, was du jetzt gerade machst, du ziehst jetzt gerade so an der Achillessehne. Ja, also das, wenn du so ziehst, das ist jetzt im Moment so ein richtig dickes Stahlseil. Das hast du jetzt auch schön überbeansprucht. Das ist richtig hart. Okay, so, was musst du jetzt, wir wollen aber jetzt Flüssigkeit reinbringen, deswegen wippen wir da jetzt, das fordert Flüssigkeit an. Halt mal bitte fest und jetzt schieb nach vorne das Knie.
schön nach vorne schieben. Das ist ganz schön nass, Matthias. Das ist ganz schön eklig. Okay, also, jetzt musst du dir vorstellen, jetzt wippen wir immer noch. Wir fordern da jetzt an der Achillessehne Flüssigkeit an, okay, damit die wieder geschmeidig wird. Aber jetzt kommt hier in dieses Tuch, wenn du jetzt hier einen Wassereimer draufschüttest, innen drin passiert gar nichts, ja, das bleibt trotzdem trocken. Deswegen musst du jetzt mal hochkommen. Wenn du jetzt hochkommst, dann schiebst du die Achillessehne ineinander, also die spleißt so ein bisschen auf und jetzt kann das Wasser da reinlaufen. Und jetzt kannst du noch mal so ein bisschen wippen, richtig schön die Ferse hoch und jetzt drückst du die so zusammen und jetzt wird die wieder weich. Deswegen merkst du den Unterschied da jetzt, gleich wieder beim Gehen. Okay, wenn du das nicht machst und du hast permanent so ein Stahlseil, das bewegt sich gar nicht. Und das passiert ganz vielen Läufern, die anfangen einfach so zu laufen und das Ding nicht dehnen. Irgendwann ist das durch. Okay, jetzt nochmal tief und hoch, die letzten Wiederholungen. Danke, Matthias. Meine Herren. Okay, bleib nochmal tief und wipp nochmal. Komm nochmal, wippen. Komm hoch und genieß mal das schöne Gefühl jetzt in deinen Knöcheln und in deinen Füßen. Und jetzt tust du mir bitte einen Gefallen. Jetzt bleibst du mal stehen. Und genießt mal dieses Gefühl. Man fühlt sich jetzt richtig betonschwer. Der Stand ist ganz anders. Ich hoffe, du spürst das. Schau mal, wie alleine deine Haltung ist. Wenn du jetzt natürlich schon Wasser in der Hand hast, ist natürlich schwierig. Aber wenn du jetzt einfach mal so locker stehst, merkst du richtig schön, wie schön stabil du stehst. Also das ist nicht nur ein Training für deine Figur, sondern auch wirklich für deine Gesundheit. Und wo ich wirklich sehr viel Wert drauf lege, ist, dass alles knie- und gelenkschonend ist. Das sind keine komischen Übungen. Im Internet sehe ich immer wieder solche Übungen, wo jemand so über Kreuz Kniebeuge macht. Das gibt einen Mörder-Arschmuskelkater, ist der Tod für die komplette Kniescheibe. Also ich kann immer wieder nur sagen, geil, Hollywood ist geil, Fitnessmädels sind geil, macht einen geilen Arsch mit 30 kaputte Knie. Sowas wirst du bei mir nie sehen. Meine Übungen sind immer komplett korrekt und vielleicht nicht ganz so stylisch, aber dafür hast du gesunde Knie und gesunde Gelenke. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Mitmachen.